Wisst ihr, so heißt es ja im Evangelium. Und am Morgen des dritten Tages, da kamen die Frauen zu dem Grab und sie fanden den Stein weggerollt. Und sie fürchteten sich sehr, denn sie dachten, jemand kam und hat den Leichnam des Herrn einfach weggenommen. Aber da war eine Gestalt in weißem Gewand, die sprach, fürchtet euch nicht. Ihr sucht den Lebenden bei den Toten, aber hier ist er nicht. Denn er ist auferstanden, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und das ist die Botschaft, die wir heute hier an diesem Tag feiern können. Selbst wenn uns diese Corona-Zeit gerade dazu zwingt, Abstand zu halten, in den Häusern zu bleiben, doch gilt ja diese Botschaft. Für alle die, die gerade einsam sind. Für alle die, die gerade traurig sind, weil sie ihre Lieben nicht sehen können. Für alle die, die gerade alles geben an Kraft, im Gesundheitswesen, in den Läden, beim Transport, überall, wo Menschen gerade für uns arbeiten, damit das Leben hier aufrechterhalten werden kann. Und es ist eine Botschaft auch für all die Kranken gerade und für alle die, die im Sterben liegen. Da ist etwas, was viel größer ist als wir selber. An Ostern, da wird ein helles Licht angezündet, unsere Osterkerze ist ein Symbol dafür, dass das Licht stärker ist als die Dunkelheit und dass das Leben stärker ist als der Tod und all das, was uns Angst macht. Liebe kleine Gemeinde hier auf diesem Platz vor der Kirche, das möge Sie trösten in dieser Zeit. Das möge Ihnen Kraft geben in dieser Zeit, dass Sie Ostern weitertragen können in Ihre Häuser, in Ihrem Herz haben und so auch diese Zeit überstehen und fröhlich sein können, fröhlich an Ostern. Lasst uns miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Ostertag und in diese schöne Osterzeit mit diesem herrlichen Sonnenschein unter dem Segen unseres allmächtigen und barmherzigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen schönen Ostertag Ihnen und euch allen. Danke. Danke gleichfalls.